Was ist Deutsch? Darum geht es in diesem Video und was das bedeutet und was die Antwort darauf ist, erfahren Sie nach dem Vorspann. Bis gleich. Was ist Deutsch? Was macht das Deutschsein aus? Ab wann ist man überhaupt Deutsch? Worauf kommt es überhaupt an? Und wieso ist man stolz drauf? Darum geht es in diesem Video. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist überhaupt Deutsch? Was ist das deutsche Volk? Ja, das deutsche Volk ist ein europäisches Mischvolk, welches sich aus verschiedenen germanischen Stämmen bzw. germanisch verwandten Stämmen zusammensetzt. Als Beispiel Sachsen, Thüringer, Friesen, Bayern, Goten, Franken, Schwaben, Slawen kamen ganz dezent, also sehr dezent mit rein, aber hauptsächlich diese vorher genannten germanischen Stämme. Teilweise haben sich auch diese germanischen Stämme mit ansässigen Kelten oder zum Beispiel romanischen Völkern gemischt, wobei diese nicht-germanischen Völker komplett assimiliert wurden. Wo kommt eigentlich das Wort Deutsch überhaupt her? Was bedeutet das denn überhaupt? Nun, das Wort Deutsch wurde zum Beispiel vor 200 Jahren noch als Deutsch geschrieben, mit einem T vorher und nicht mit einem D. Da spekuliert man, dass das wahrscheinlich von den Römern ist, weil damals gab es ja die Teutonen, ein germanischer Stamm in Deutschland, und dann die Deutschen und so weiter. Die Germanen oder die germanischen Völker wurden bei den Römern auch Teutonen genannt, weil sie diese wie die Teutonen fürchteten, die einst in Italien einfielen. Diese nannten sie aber auch abfällig Tedeschi, die Deutschen. Diese werden sich später an diesen Namen gewöhnen und sich selbst so nennen, die Deutschen. Interessant ist zum Beispiel auf das Ausland bezogen, die Franzosen nennen uns Allemand oder Allemagne, sagen sie zu Deutschland. Das ist von den Alemannen, auch ein germanischer Stamm. Die Engländer nennen uns German, Germany, wird German geschrieben, kommt von Germanisch oder Germanien. Was bei den slawischen Völkern, zum Beispiel Russland oder Polen, sehr interessant ist, ist das Wort, also auf Deutschland bezogen, Niemiecki. Ja, da heißt Deutschland. Oder Deutsch heißt da Niemiec, das heißt wörtlich übersetzt der Stumme. Das ist natürlich die Frage, warum Stumm? Ja, die Slawen, da kommt das Wort, also Slawisch kommt von dem Wort Slovo, das heißt die Wortgewandten oder der Wortgewandte. Und die sahen sich nun mal damals als Wortgewandt, und Niemiec, der Stumme, also auf die germanischen Völker bezogen, die hießen der Stumme, weil sie keine slawische Sprache gesprochen haben, und da kam dann halt diese Wortherkunft her. Andere Quellen meinen, dass das Wort Deutsch von dem Wort Theos kommen soll, was göttlich bedeutet oder zu Gott gesinnt bedeuten soll. Damit ist nicht gemeint, dass das deutsche Volk das göttlichste aller Völker ist, dass sie die Nummer eins sind, nein, sondern dass sie sich zu Gott hingezogen fühlen. Entstanden ungefähr nach Christianisierung Europas und Deutschlands. Aber das ist natürlich auch eine Spekulation von anderen Quellen. Was macht dieses Deutschsein aus? Muss ich da jetzt germanisch oder nordisch aussehen? Nicht unbedingt. Erst einmal ist wichtig, dass man europäischer Abstammung ist und weiß ist. Es sagt auch niemand, dass man blond und blauäugig sein muss, so wie es das typische Klischee sagt. Ja, es kann also auch Deutsche mit brünetten Haaren, braunen Haaren oder schwarzen Haaren oder grünen Augen geben. Ja. Das ist komplett unerheblich. Man kann natürlich auch einen keltischen Einschlag haben, kann natürlich auch sein. Man kann das aber nie zu 100% ausmachen, weil das deutsche Volk ein germanisches Mischvolk ist. Ist halt so. Das deutsche Volk ist allerdings kein Mischvolk, bestehend aus Asiaten oder Afrikanern. Das muss man dazu sagen. Wir sind ein europäisches Volk, und da kommen wir auch gleich zur zweiten Frage.
Bin ich deutsch, wenn ich als Afrikaner hier geboren bin oder als Afrikaner einen deutschen Pass habe? Weil wenn ich als Afrikaner hier geboren bin und einen deutschen Pass habe, da steht doch Deutsch drauf, also muss ich doch deutsch sein, oder? Nein, denn ein Stück Papier ändert niemals die biologische Herkunft. Auch ich, wenn ich jetzt in Asien geboren bin und zum Beispiel einen chinesischen Pass habe, werde ich auch nie ein Chinese sein. Das ist so. Ich sehe nun mal europäisch aus, ich bin europäisch, ich bin deutsch, ich sehe deutsch aus und da werden selbst die Asiaten oder Chinesen sagen, sie sind kein Chinese, auch wenn sie ein Stück Papier haben, was als Registrierung in unserem Staate dient, dass sie hier leben und vielleicht auch hier arbeiten, alles schön und gut, aber sie sind nicht von der biologischen Abstammung ein Angehöriger unseres Volkes. Sie stammen oder entstammen einem anderen Volke. Dass ein Stück Papier oder ein Pass niemals das Blut oder die biologische Abstammung ändert, hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Denn Rassismus ist der Glaube und die Ansicht, dass Menschen anderer Völker oder Ethnien oder Rassen minderwertiger seien als die eigene und die Ansicht, dass deren politische und soziale Unterdrückung deshalb gerechtfertigt ist. Wir werten hier kein Volk ab, im Gegenteil, wir sehen keine anderen Völker als minderwertig, sondern sie als gleichwertig. Jedoch nicht als gleichartig, denn wir unterscheiden uns selbstverständlich im Aussehen. Das europäische Volk ist nun mal weiß, das afrikanische Volk ist schwarz und ja, die asiatischen Völker wohl leicht gelblich, wohl ganz dezent, aber haben eine andere Augenform zum Beispiel. Das sind zum Beispiel unterschiedliche Merkmale unterschiedlicher Völker und was auch für die Vielfalt dieser Welt spricht. Antideutsche Rassisten werten dies sofort als Rassismus ab, obwohl das nichts mit Rassismus zu tun hat. Und im Gegenteil, was ist daran schlimm, dass unsere Welt vielfältig ist? Ist doch toll, oder nicht? Des Weiteren, wenn man als Deutscher zum Beispiel in Afrika geboren wird, trotz deutscher Eltern zum Beispiel, ist man trotzdem noch deutsch. Ebenso, wenn man als Afrikaner in Deutschland geboren ist und afrikanische Eltern hat oder als Asiater, trotz asiatischer Eltern, in Deutschland geboren ist, da behält man die Blutlinie, auch der Vorfahren und als das, was man ist. Eine Kuh, die in einem Pferdestall geboren wird, wird auch nicht zu einem Pferd. Jetzt gibt es dieses Gutmenschen-Argument, naja, Pferde und Kühe sind Tiere, wir sind aber Menschen. Mensch ist Mensch. Rebellionsphase. Natürlich, Dackel und Schäferhunde sind auch gleich. Es sind auch Tiere oder Hunde, aber mit einer unterschiedlichen Abstammung oder Rasse. Das Wort Rasse ist natürlich aufgrund der Vergangenheit verpönt. Heute sagt man Ethnie dazu oder biologische Abstammung vom Fachbegriff natürlich. Und so ist es ja auch bei Menschen. Wir sind alle Menschen, aber wir haben nun mal unterschiedliche Abstammungen. Daran ist nichts verwerflich und darauf kann man auch stolz sein. Warum soll jemand, der asiatischer Abstammung ist, nicht stolz sein, Asiate zu sein? Kann er doch machen, oder nicht? Mich stört es nicht, im Gegenteil. Ich fühle mich auch nicht irgendwie rassistisch, irgendwie unterdrückt oder sozial benachteiligt, im Gegenteil. Und ebenso kann auch ein Mensch unterschiedlicher Abstammung stolz auf seinen Ist-Zustand sein. Man kann es sich natürlich nicht aussuchen, aber warum nicht? Aber Sie sehen, durch solche Gutmenschen-Argumente wird ja ein Problem geschaffen, was keins ist. Hier ist kein Rassismus da und hier wird auch niemand unterdrückt oder als minderwertig dargestellt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber hier kommen wir zu einer ganz interessanten Frage. Was ist überhaupt ein Volk oder was macht ein Volk aus? Ja, ein Volk, beziehungsweise das oft verwendete Wort oder Synonym Ethnie, ist eine Gruppe von Menschen, die aufgrund kultureller, sprachlicher und biologischer, also abstammungstechnischer Gemeinsamkeiten sowie einer eng verflochtenen Geschichte gemeinsam verbunden sind. Das macht ein Volk aus. Biologisches Aussehen, Geschichte, Sprache, Kultur, Identität. Aber warum steht dann trotzdem bei Menschen, die eine andere Abstammung haben, die zum Beispiel hier leben, das Wort Deutsch mit auf dem Pass? Na, das hat mit einem Staatsvolk zu tun. Da muss man differenzieren zwischen einem biologischen Volk und zwischen einem Staatsvolk. Denn ein Staatsvolk wiederum ist lediglich die Anzahl aller Menschen, die in einem Staat leben, beziehungsweise die einen Pass dieses Staates haben, was quasi eine Registrierung ist für Menschen, die in diesem Staat leben. Man muss auch da differenzieren zwischen einem Staat und einer Nation, aber das kommt wiederum in einem anderen Video, was ist wiederum Staatswissenschaft, wie gesagt.
Eine Ethnie zum Beispiel kann auch in verschiedenen Staaten aufgeteilt sein, wie zum Beispiel die DDR und die BRD. Zwei deutsche Staaten, ein deutsches Volk als Beispiel. Ebenso können auch verschiedene Ethnien, also verschiedene Völker, in einem Staat leben. Ein Vielvölkerstaat zum Beispiel. Aber dennoch hat man unterschiedliche biologische Abstammungen und die kann man nun mal nicht leugnen und die sind nun mal da. Man sieht sie auch draußen in der Praxis und daran ist nichts minderwertig. Im Gegenteil. Nochmal, daran ist nichts rassistisch oder minderwertig. Zum Nationalbewusstsein und Deutschsein gehört allerdings auch mit dazu, dass man das Blut reinhält. Das heißt, dass man sich mit seinesgleichen weiter vermehrt, um das eigene zu erhalten. Das heißt nicht, dass Fremdes minderwertig sei oder dass man Fremdes abwerten will. Nein, es geht ja einzig und allein um die Erhaltung der eigenen Abstammung, der eigenen Blutlinie und der eigenen Nation. Das wird natürlich auch als rassistisch betrachtet. Es ist aber nicht rassistisch, denn man will das eigene erhalten. Fremde antideutsche Rassisten, die auch Deutschland verreck rufen, wollen unbedingt, dass die eigene Blutlinie zerstört wird, weil sie sagen schon, Deutschland verrecke, sie wollen, dass Deutschland stirbt. Also sind sie die wahren Rassisten, denn sie werten das deutsche Volk ab und sehen deren politische und soziale Unterdrückung als gerechtfertigt an. Ja, wir hingegen nicht. Also sind die Antideutschen rassistisch. Wir sind nicht rassistisch. Wie ich schon sagte, wir sehen kein anderes Volk als minderwertig. Wir sehen alle Völker als gleichwertig, jedoch nicht als gleichartig. Das muss man dazu sagen. Und es geht hierbei darum, das eigene zu erhalten. Und das eigene zu erhalten ist etwas Schönes, nicht? Und ich finde es auch toll, wenn auch andere Länder, und das machen andere Länder ja sowieso, ihre eigene Kultur erhalten wollen, ihre eigene Nation erhalten wollen, ihre eigene Blutlinie, ihr eigenes Volk erhalten wollen. Kurzum gesagt, Identität und Nation. Überhaupt nichts Schlimmes. Eine weitere Frage ist, bin ich auch deutsch, wenn meine Mutter asiatisch ist und mein Vater deutsch ist? Ja, da kommt es darauf an, wie weit ihre Erbanlagen ausgeprägt sind. Sehen sie zum Beispiel mehr asiatisch aus, sind sie asiatisch und nicht deutsch. Sehen sie mehr deutsch aus, dann sind sie natürlich deutsch. Ebenso war eine Frage, da hatte mir ein Zuschauer mal geschrieben, er selbst sehe sich als Mischling und seine Mutter ist afrikanischer Abstammung und sein Vater ist deutscher Abstammung und er selbst fühlt sich mehr als deutsch, also vom Gefühl her, von seiner biologischen Abstammung eher weniger. Das meinen auch andere Leute. Nun ist er sich unsicher, ist er mehr Afrikaner oder ist er Europäer? Ist er deutsch? Da ist die Antwort klar. Wenn sie natürlich mehr afrikanischer Abstammung sind, schon durch das biologische Aussehen, durch die biologischen Ausprägungen, sind sie afrikanisch. Interessiert sich natürlich für seine afrikanische Vergangenheit oder Abstammung. Ja, hier sei gesagt, er ist dann mehr afrikanischer Abstammung, hat er ja auch geschrieben, also ist er afrikanisch. Wenn er schon schwarz ist und afrikanischer Abstammung ist, ist er afrikanisch und nicht deutsch. Ja, das ist auch für ihn gar nicht schlimm. Er selbst hat ja auch geschrieben hier, er interessiert sich für seine afrikanischen Vorfahren. Also in diesem Fall sind sie dann mehr Afrikaner und nicht deutsch. Ist so und da kann niemand was ändern, da können auch sie nichts für. Ja, ist halt so. Um hier ein Praxisbeispiel mit einzubringen, nehmen wir zum Beispiel Westdeutschland. Dort gab es einige Türken, also Menschen, die türkischer Abstammung bzw. osmanischer oder anatolischer Abstammung waren. So, und diese hatten nun, ja, sind hier hingezogen, haben auch ein paar Jahre hier gelebt und gearbeitet und so weiter, sich einen deutschen Pass beantragt oder die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und hatten nun einen Pass, wo Deutsch mit drauf stand. Und haben dann gesagt, jetzt bin ich Deutscher. Da muss ich Sie enttäuschen, nein, Sie sind wie gesagt nicht deutsch, denn ein Stück Papier ändert Ihre Blutlinie und Ihre Abstammung nicht und Sie sind kein Deutscher und Sie werden niemals ein Deutscher sein. Ist so, das meine ich auch nicht böse, es ist einfach so, sie sind und bleiben dann in dem Fall türkischer oder osmanischer Abstammung. Und seien Sie auch stolz auf Ihre Abstammung, ich meine auf Ihre Nation bezogen, darauf, dass Sie Ihre biologische Herkunft und Ihr Vaterland, also in dem Fall zum Beispiel die Türkei, dann verraten, ist das nicht sonderlich positiv im Sinne Ihres Volkes und im Sinne Ihrer Nation. Als kleines Beispiel. Natürlich gibt es auch einige, die es aus wirtschaftlichen Gründen ausnutzen. Das ist natürlich auch zu kritisieren, aber dennoch, ein Stück Papier ändert die Blutlinie nicht. Und nochmal, selbst wenn ich jetzt in die Türkei ziehe, 5 Jahre dort lebe, einen türkischen Pass bekomme, wo Türke draufsteht, werde ich niemals ein Türke sein. Ich werde immer Deutscher sein, immer Europäer sein. Man ist nämlich immer das, als was man geboren wird. Nun kommt hier wieder das typisch Gutmensch-Klischee. Ja, man wird als Mensch geboren, man ist ein Mensch und Nation und
Ja, ist verständlich, aber es ist so, es gibt biologische Abstammung, ob sie es nun wollen oder nicht, Punkt. Und auch ich bin deutscher Abstammung, bin deutsch und werde es auch immer sein. Kein Stück Papier in dieser Welt ändert das. Man ist und bleibt immer das, als was man geboren wird. Man kann es nicht ändern, es ist so, es lässt sich nicht leugnen. Und es gibt auch keinen Grund, sich dafür zu schämen. Warum auch? Man kann es sich nicht aussuchen. Machen wir nun weiter mit dem Thema, was ist Deutsch? Hier gibt es noch eine Frage, nämlich worauf kommt es denn noch an? Was sind denn so typische Charakterzüge eines Deutschen oder was ist denn die typische Wesensart des deutschen Volkes? An erster Linie steht erstmal idealistisches Denken. Meines Volkes Not ist doch meine Not. Auch ein Wir-Denken, ein Gemeinschaftsdenken. Ja, gut, heutzutage sieht man das im Jahre 2021 eher weniger aufgrund von ja, Materialismus und Konsumterror. Aber es ist ein völlig anderes Thema, dazu kommen wir später. Was ist noch typisch deutsch? Zum Beispiel deutsches Liedgut. Ja? Musik, gemeinsames Singen, Liedgut und den Stolz der Nation, der eigenen Errungenschaften in Form von Liedern und Musik bringen. Natürlich ist auch typisch deutsch das Philosophieren und Forschen, das Entdecken. Nicht umsonst sind wir das Land der Dichter und Denker. Als weiterer Charakterzug kann man noch Schöpfung hinzuziehen. In Bezug zum Beispiel auf die deutsche Baukunst, welche auch für die Schaffenskraft des deutschen Volkes steht. Schaffenskraft ist ebenfalls ein typisch deutscher Charakterzug in Bezug auf Fleiß. Denn innerhalb von 2000 Jahren deutscher Geschichte hat unser Volk Enormes und Großartiges geleistet. Und dann kommt die nächste Frage, Nationalstolz, stolz deutsch zu sein? Wie kann man denn stolz auf ein Land sein? Geht das denn? Ich habe diese Frage schon sehr oft bekommen. Man kann doch nur stolz auf die eigenen Leistungen sein und nicht stolz auf fremde Leute. Was sind für fremde Leute? Das eigene Volk ist mir nicht fremd. Und, da sind wir schon beim Thema, man ist stolz auf die Errungenschaften des eigenen Volkes. Was das eigene Volk mit seiner Wesensart allgemein sowieso und innerhalb der letzten 2000 Jahre, 2000 Jahre deutsche Geschichte, geschafft, geleistet und errungen hat. Und nicht immer stand es gut mit unserem Volke, nicht immer stand es gut mit dem Vaterlande und trotzdem, trotz aller Not, haben sie es immer geschafft, weiterzumachen. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben weitergekämpft, auch mit dem Gedanken an die Zukunft, dass es den Nachkommen, dem eigenen Volke, später selber besser geht als einem selbst. Wie ich schon sagte, Idealismus, meines Volkes Not ist doch meine Not. Um ein paar Beispiele mit einzubringen, als es dem deutschen Volk nicht gut ging, haben die Deutschen 955 auf dem Lechfeld einfach aufgegeben, als die Magyaren über Deutschland herzogen und das Volk ausgeplündert haben? Nein. Haben die Deutschen im Mittelalter, wo die Pest da war, aufgegeben? Nein, sie haben weitergemacht, weitergelebt. Haben die Deutschen im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 einfach aufgegeben? Nein, haben sie nicht. Und da sind 2/3 des Volkes dabei umgekommen. Das deutsche Volk wurde ausgeplündert und ausgepresst und trotzdem hat das Volk weitergelebt. Es kam dann auch wieder bessere Zeiten natürlich mit dem Westfälischen Frieden 48, zumindest vorrangig erstmal Frieden und kein weiteres Schlachten etc. Hat das deutsche Volk im Siebenjährigen Krieg aufgegeben oder auch in den Einigungskriegen? Natürlich gab es später dann auch dann mit Beginn des 20. Jahrhunderts den Ersten Weltkrieg und danach auch den Zweiten Weltkrieg. Gut, ist auch nicht alles schön gelaufen. Auch in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, als alles in Trümmern lag, hat da das deutsche Volk aufgegeben? Und man muss sich ja vor Augen führen, das ganze Vaterland lag in Trümmern und trotzdem ist das Volk, zumindest die meisten waren ja Trümmerfrauen dann, sind aufgestanden und haben das Land wieder mit aufgebaut. Die haben weitergemacht, ne? Und nicht einfach aufgegeben. Worauf man auch zum Beispiel stolz ist, sind technische Erfindungen oder Errungenschaften, die das deutsche Volk hervorgebracht hat und in der Welt umhergingen. Um zum Beispiel den Buchdruck von Gutenberg einmal zu nennen. Oder worauf auch ich stolz bin, ist die Übersetzung der Bibel ins Deutsche von Martin Luther. Dadurch hat das Volk zu einer gemeinsamen Sprache, der deutschen Sprache, gefunden. Die Glühbirne, erfunden von Heinrich Goebel, oder zum Beispiel auch der Ottomotor für Autos, für Automobile. Das Telefon von Johann Philipp Reis, das erste Automobil von Gottlieb Daimler und Carl Benz. Der Dynamo und die Straßenbahn von Werner von Siemens.
oder Dutzende Fortschritte und Entdeckungen in der Medizin. Nur um das alles mal als Beispiel zu bringen. Natürlich gibt es auch kulturelle Errungenschaften, wie zum Beispiel die Lyrik, was die Sprachentwicklung angeht, aber auch, wir sind das Land der Dichter und Denker, nur mal um Goethe und Schiller zu nennen, oder die Gebrüder Grimm. Wer kennt bitte nicht Grimms Märchen? Worauf man natürlich auch stolz ist, zumindest ich als Deutscher, die deutsche Küche, deutsche Gerichte und so weiter, oder auch regionale Entwicklungen. Das deutsche Volk hat ja verschiedene regionale Entwicklungen durchlebt. Es ist ja auch, steht ja auch für die Vielfalt im deutschen Vaterlande, dass es regionale Unterschiede gibt. Das ist wunderbar. Nicht nur Dialekte und Mundarten, nein, sondern auch gewisse Bräuche und Traditionen. Und das macht wiederum die Vielfalt im Volke aus und die Wesensart des deutschen Volkes aus. Die germanische Vielfalt der germanischen Stämme in Deutschland vereint unter einem Dach. Kurzum, stolz auf die Errungenschaften unserer Vorväter. Das war's mit dem Video. Was ist Deutsch? Worauf kommt es an? Wieso ist man stolz? Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie bitte einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wenn Sie Fragen haben oder irgendwelche Kommentare, schreiben Sie es in die Kommentarbox rein. Leider habe ich nicht immer die Zeit, um auf jede Frage zu antworten. Ja, und wenn Sie Interesse haben, können Sie mir gerne auf Instagram folgen. Dort wird auch mal das ein oder andere in die Instagram-Geschichte reingepackt, wenn es etwas Neues gibt oder auch wenn ich mich zu tagespolitischen Themen äußere. Ebenso können Sie mir auf Telegram folgen, als Rückfallebene, wenn mal irgendwas sein sollte. Zum Schluss sei gesagt, ich bin stolz, deutsch zu sein und auch Sie, sofern Sie deutscher Abstammung sind, seien Sie stolz, deutsch zu sein. Natürlich ist man nicht stolz auf gewisse Verbrechen in der Vergangenheit. Ja, also darauf bezieht man sich nicht, sondern man bezieht sich auf die positiven Errungenschaften, auf die positiven Ereignisse, auf das Positive, nicht auf das Negative. Ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lassen Sie einen Daumen nach oben da und tschüss.